Im heutigen Technikvideo geht es um die Vor- und Nachteile des Viertakt-Ottomotors. Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Vor- und Nachteile eines Viertakt-Ottomotors besprechen. Dabei habe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das soll heißen, ihr könnt gerne die Vor- und Nachteile anders sehen, ihr könnt sie ergänzen, ihr könnt Sachen rausstreichen. Es gibt noch ganz viele andere Perspektiven, die man betrachten kann. Ich habe jetzt mal die für mich wichtigsten zusammengefasst. Hier jetzt die Vorteile vom Viertakt-Ottomotor. Als allererstes, der Viertakt-Ottomotor hat weniger Schadstoffausstoße, vor allem von den Stickoxiden, im Vergleich zu einem Dieselmotor. Dann ist der relativ günstig in der Herstellung. Man braucht nicht zu dickes Material. Er hat trotzdem relativ viele Ventile. Das heißt, er ist nicht der günstigste der Motorentypen. Aber im Vergleich zum Dieselmotor ist er doch relativ günstig. Auch leise, der Motor ist ziemlich leise, natürlich jetzt nicht im Vergleich zu einem Elektromotor, aber im Vergleich zu einem Zweitakt oder zu einem Dieselmotor ist der Viertakt-Ottomotor doch relativ leise. Er hat ein gutes Leistungsgewicht, das bedeutet von dem Gewicht, also wie schwer der Motor ist, zu dem, wie viel Leistung, also wie viel PS ich rausbekomme und wie viel PS er auch leisten kann, hat er ein sehr gutes Verhältnis zwischen Gewicht zu PS. Und die Einzelteile werden eigentlich relativ wenig beansprucht. Das heißt, wir haben keine zu krassen Kräfte, keine extremen Kräfte, die irgendwie auf den Motor wirken, sondern es ist alles relativ moderat und die Beanspruchung ist nicht zu krass der Einzelteile gesehen. Zusätzlich ist der Motor schon ziemlich ausgereift. Der erste Viertakt-Ottomotor gab es 1864, da wurde das Patent drauf angemeldet und der wurde jetzt bereits weiterentwickelt bis heute. Die sind immer noch in der Weiterentwicklung, aber man ist natürlich schon sehr, sehr weit in dieser Entwicklung. Das heißt, im Vergleich zu früher sind sie zuverlässiger, sparsamer, leiser, können mehr PS erzeugen. Das mal zu den Vorteilen des Viertakt-Ottomotors. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Er hat eine relativ kurze Lebensdauer im Vergleich zu einem Dieselmotor gesehen. Das bedeutet, Teile gehen doch eher mal kaputt, er muss früher ausgetauscht werden oder vor allem wichtige Teile, die relativ teuer sind, gehen recht früh kaputt. Wir haben viele Verschleißteile, das heißt, wir haben viele Teile, die sich bewegen, die irgendwie Abrieb haben, bei denen irgendwas passiert, die ich austauschen muss. Dazu zählt unter anderem auch die Zündkerze, die ich bei einem Ottomotor doch immer mal wieder auch austauschen muss. Dann haben wir mehr Kohlenstoffmonoxid und mehr Kohlenwasserstoffe, die ausgestoßen werden. Ich habe gesagt, der Ottomotor, der Viertakt-Ottomotor, stößt relativ wenig Stickoxide aus, aber dafür mehr Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffe. Das sind beides sehr umweltschädliche Stoffe auch. Vor allem eben Kohlenstoffmonoxid ist auch für den Menschen giftig. Im Vergleich zum Dieselmotor stößt er da etwas mehr aus. Benzin an sich ist doch sehr aufwendig in der Herstellung aus Rohöl. Das muss dann gecrackt werden und über spezielle industrielle Verfahren dann hergestellt werden, dass wir am Ende Benzin rausbekommen. Deswegen ist Benzin meistens auch etwas teurer wie Diesel, da einfach die Herstellungsprozesse deutlich aufwendiger sind. Und dann kommen wir zum letzten Punkt dieser Aufzählung. Ein Viertakt-Ottomotor verbraucht relativ viel Treibstoff im Vergleich zu einem Dieselmotor. Im Vergleich zu einem Zweitakt-Ottomotor verbraucht er aber deutlich weniger. Und auch die Art, wie man das Auto fährt, das heißt, wie hoch die Drehzahl ist und wie schnell man fährt, hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf den Treibstoffverbrauch.
Hier könnt ihr jetzt eigentlich gut sehen, warum unsere Autos oft noch mit einem Viertaktmotor ausgestattet sind. Einfach da er vor allem leise ist und günstiger, wird er ganz oft in dem Bereich des normalen PKWs eingebaut. Wenn man ein Vertreter zum Beispiel ist, der 4 Kilometer zurücklegt oder dann auch in LKWs, wo es wirklich auch um den Treibstoffverbrauch geht und man lange und viel Strecken zurücklegt, dann wäre zum Beispiel ein Dieselmotor sinnvoller, weil dann überwiegen eher die Nachteile. Das heißt, auch hier muss man immer abwägen, was sinnvoller ist. Das war das Video zu den Vor- und Nachteilen des Viertakt-Ottomotors. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr könnt das gerne auch ergänzen. Ich habe hier euch noch die Videos verlinkt zum Thema Viertakt-Ottomotor Aufbau und Funktion und zum Thema Viertakt-Ottomotor Demontage. Schaut sie euch gerne auch mal an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.